Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in Train Simulator Classic auf der ganz neuen Strecke, und zwar auf der Glasgow Subway bzw. Glasgow U-Bahn. Und ja, da werden wir heute mal auf dem Inner Circle, also beim inneren Ring mal fahren. Wir sind hier aktuell im Depot, müssen unseren Zug bereit machen und dann ab auf die Hauptstrecke, die ist dann hier unten. Und jetzt werden wir die Strecke fahren, wir werden ja nicht allzu viel sehen, nachdem es in die U-Bahn ist. Werde ich noch ein bisschen was zu der U-Bahn an sich erzählen und ja, natürlich, wie die Fahrt so generell auf der Strecke ist, ob es sich lohnt etc. Und ihr dürft natürlich auch entscheiden, wie ihr das für euch so seht. Und ja, das Spezielle bei der U-Bahn ist, die U-Bahn fährt eigentlich weitestgehend automatisch. Es hat einen Fahrer drin, aber der Zug fährt von alleine, ihr werdet es dann gleich sehen. Hier im Depot macht man einen sogenannten manuellen Modus, da kann man selber fahren, bis man zur ersten Station runtergefahren sind, dann gehen wir über in den Automatikmodus. Und ich würde sagen, ich gehe mal aus der Pause raus, gehe mal hier in den Führerstand und mache nochmal die Pause wieder rein und erkläre euch, was wir jetzt hier so alles haben. Also, das ist natürlich unser Fahrregler nach vorne, auf Sirius ist ein Imperial, und ansonsten hier die Bremse, Notbremse. Das ist der Fahrtrichtungswender und der hat ein paar interessante Positionen. Natürlich jetzt hier ganz nach vorne ist aus. A wäre mit automatischer Fahrt, dürfen wir aber hier nicht machen. Und F wäre vorwärts in, also vorwärts in Manuellmodus, N für neutral und R rückwärts. Dann haben wir hier das Panel für die Lichter und ob wir eine Erlaubnis haben für automatische Fahrt, ob die Parkbremse an ist, die Bremsanzeige, Geschwindigkeit. Dann hier die Lichter, wie wir es also kennen. Hier wird die erlaubte Geschwindigkeit angezeigt. 18 km/h, 35, 54. Dann haben wir hier den sogenannten Auto-Start-Button zweimal. Wenn wir jetzt dann in der Station drin sind, müssen wir nämlich hier komplett auf Parallel gehen. Und so wie wir dann die Erlaubnis haben, klicken wir auf Auto-Start. Der Zug beschleunigt von alleine und bremst auch wieder von alleine und hält entsprechend richtig an. Hier drüben haben wir hier die Lichter für den Wagen hinten drin. Die Saloon-Lights, die einzelnen Parkbremse. Dann generell Main On, Main Off, etc. Was haben wir hier noch? Das kenne ich mir gerade. Hier haben wir auch noch mehr Autostart. Also wir könnten auch da sitzen. Ansonsten haben wir hier nicht sehr viel zu sehen. Wir können mal hier so mitgehen. Wir können auch die Tür hier aufmachen. Ja, das ist die Ansicht von rechts. Das ist die Ansicht innen. Es gibt keine Ansicht mit der Taste 5. Man wechselt dann quasi hier so hin und her mit den unterschiedlichen Cabin Passenger Door, die kann ich gar nicht aufmachen, mit den Pfeiltasten hin und her. So schaut die U-Bahn von innen aus. Jetzt sehr spektakulär, auch hier mit unterschiedlichen Ansichten. Und dann ist man hier wieder drin. Und jetzt gehen wir mal aus der Pause raus, gerade zum Demonstrieren. Freie Ansicht mit 2 und mit 5 tut sich nichts. Wir müssen wirklich hier in der Ansicht mit den Pfeiltasten hin und her gehen, damit ihr da die Ansichten habt. Ah, jetzt ist ja. Kannst jetzt doch auf und zu machen. Okay, ja, wir gehen nochmal wieder zurück. Wir müssen da vorne aufs Rangiergleis. Das heißt, wir gehen hier mal auf F. Ich glaube, das müsste jetzt F sein. Machen schon mal die Lichter an. Die Headlights auf. Und Taillights hat er an. Sehr gut. Machen schon mal die Wagenbeleuchtung an. Parkbremse gelöst. Ja, und dann gehen wir Gas. Erstmal auf Sirius. Ah, bin jetzt doch auf Auto. Gehen wir hier nochmal zurück. So, probieren wir es nochmal. Ja, das war jetzt auf Auto. Cool. Und ich kann jetzt da vorne auf Sirius drin bleiben. Der Zug wird nicht schneller werden als hier die 18 km/h. Ich werde das Interface unten wieder einblenden, auch wenn es eh nicht nutzen kann. Wir müssen hier auf Depotlinie 1 anhalten. In der Ansicht, ihr könnt zwar das hier nutzen, aber den Reverser könnt ihr hier nicht nutzen. Das ist nur zur Demonstration. Sagen sie auch so im Tutorial. Also bleiben wir in der Ansicht.
So, hier vorne müssen wir hin. Und dann sollten wir es auch gleich mal geschafft haben. Ein bisschen reinbremsen hier. Ich bin eh schon zu spät. Kommt von mal 10. Ja, Fahrplan ist jetzt weniger wichtig. Ich dachte, ich will es ja euch ein bisschen mehr zeigen. Wir gehen wieder auf Full. Den auf Aus. Machen die Lichter hier aus. Parkbremse an. Und wechseln mal. Ah, halt. Das muss ich wieder in der Ansicht machen. Wieder zurück. Gehen wieder hier auf manuellen Modus. Okay. Lichter an. Instrumentenlichter machen wir an. Das passt eigentlich alles. Parkbremse aus. Wir dürfen einfahren auf die Plattform. Schauen wir, dass die Lichter passen. Vorne ist okay. So wie auch hinten. Also Schönheitspreis gewinnt die halt schon nicht, ne? Erster Halt, Ibrox Inner. Für den inneren Zirkel. Den äußeren Zirkel kann man natürlich auch fahren. Aber ich habe jetzt erstmal ohne weiteren Gründen für den inneren Zirkel mal entschieden. Fun Fact. Um die 1980er rum ist die U-Bahn ja komplett umgebaut worden von Cable Driven, also sprich mit einem Standseil hier auf Third Rail. Und als sie da in das Depot gefahren sind, mussten die U-Bahn-Wagen mit einem Kran hochgehoben werden, damit sie aus dem Ganzen hier rauskommen. Ich werde dann später im Edit hier dann nochmal so Beispielfotos und eventuell Videos nochmal zeigen. Einfach nur, dass ich ein bisschen geschichtlich was zur Glasgow Subway erzählt habe. Und es wird dunkel. Und da ändert sich auch gerade schon mal die Geräuschkulisse. Machen wir mal die Kabinenlichter an. Ihr seht schon, er bremst auch im manuellen Modus hier automatisch. Ich meine, man kann auch hier teilweise in die Außenansicht. Jetzt lässt er mich gerade nicht. Und jetzt sollte man dann gleich mal auf 55 gehen. Ja, man sieht, es ist wie so ein Tunnelende, da kommt man dann immer raus. So, delay. Dann schon mal langsam bremsen hier. Das ist aber etwas, was ich nicht so geil, gern habe, das ist dieser Hall, den sie hier drin hat. Okay, wir sind da. Türen auf. Gehen hier wieder auf Full Service und stellen jetzt in den Automatikbetrieb. Wir haben jetzt hier den Auto-Permit, das leuchtet. Und gehen hier auf Full Parallel. Der Zug macht jetzt aber noch nichts. Der wird erst losfahren, wenn ich sage Autostart. Aber er würde auch nicht losfahren, wenn mir also das sechste Signal auf Danger wäre, damit er mich Auto Early hier leuchten. Und er sagt daher, we now have the auto drive permit schon as a desktop to enable RTO, automatic train. Ja, im Prinzip erklärt er jetzt hier nochmal, wie man das macht. Wir sollen an jeder Station anhalten und wenn wir manuell fahren möchten, dann wird es gehen. Aber zur Demonstration werde ich das nicht machen. Manuell haben wir jetzt gerade gesehen. Jetzt werden wir Automatik fahren.
Ich übergehe an mein Zukunfts-Ich. Ich werde es ich für mich erstmal unkommentiert fahren. Ich werde es dann im Edit kommentieren und mit euch dann ein bisschen zu der History von der Uber, von der U-Bahn ein bisschen was erzählen. Also, los geht die Fahrt. Ja, und da gab es eine kleine Planänderung. Der Inner Circle hat nicht funktioniert. Der automatische Modus von der U-Bahn hat einfach nicht gestartet. Egal, was ich gemacht habe, die ist einfach nicht losgefahren. Jetzt sind wir hier auf dem äußeren Zirkel, sprich, wir fahren im Uhrzeigersinn. Und da hat es dann funktioniert. Ich tue den Zug jetzt genau auf die gleiche Weise wieder vorbereiten. Und bei der Abfahrt funktioniert es dann. Wollte auch gleich jeden Moment soweit sein. Ansonsten, historisch. Ja, hier kommt nochmal das Infofenster, was wir vorher gehabt haben. Und jetzt haben wir Autostart und der Zug fährt los und fährt von alleine. Und währenddessen zum Historischen. Die U-Bahn in Glasgow, die ist die viertälteste der Welt nach London, Liverpool und Budapest. Und seit dem Bau 1896 wurde sie nie erweitert, sprich Ursprungsfassung. Ich finde es interessant, dass die nicht irgendwie erweitert wurde. Das ist immer gerade U-Bahn London und Co. Ja, sind ja alle mal erweitert worden, weil die Stadt entwickelt sich ja auch. Und wir haben quasi eben die zwei Linien, der Inner- und Outer Circle, Streckenverlauf genau gleich, der Innere gegen den Uhrzeigersinn, der Äußere im Uhrzeigersinn. Es gibt insgesamt bald drei Fahrzeuggenerationen. Das, was wir jetzt hier fahren, ist die zweite Generation. Davon wurden 33 Triebwagen bei Metro Camel beschafft und seit 1980 bis 1981 im Einsatz. Die Triebwagen haben insgesamt 36 Sitz bzw. 54 Stehplätze und maximal kann da ein Paar von drei Wagen gebildet werden. Man sieht es auch schon an den Stationen, die sind nicht sonderlich lang und teilweise nur spannend im Design. Was mir hier aufgefallen sind, die Figuren sind Geschmackssache, also die Pieps, was wir hier rumstehen haben, sind halt alle statisch und ja, finde ich jetzt nicht gerade modern. Das Conteers Classic ein bisschen besser. Cool, dass sie dann überhaupt erscheinen im Zug, hier so drin, und im Zug waren sie ja schon immer statisch, aber zumindest am Bahnsteig ein bisschen Bewegung. Das hätte ich schön gefunden, aber ist okay, erfüllt seinen Zweck. Und ich kann mir auch denken, warum sie das mit der Taste 5 nicht gemacht haben, für die Innenansicht, dass es das Problem mit dem Tunnel-Issue ist, dass es da normalerweise nicht geht, sondern er dich immer nach vorne verfrachtet. Abfahrt zur nächsten Station. Ja, was gibt es noch zu sagen? Insgesamt, die Strecke ist 10,5 Kilometer lang, hat insgesamt 15 Stationen, ist komplett unterirdisch. Mit Ausnahme des Betriebshofs bei Goben, wo wir gestartet sind. Und bei dem Betriebshof, da will ich noch was Spezielles dazu sagen. Vor dem Umbau, der passiert ist, waren alle Fahrzeuge hier unterirdisch. Und wenn die zu dem Betriebshof rauf mussten, da gab es eine Stelle, wo quasi von oben nach unten, also von der Oberfläche quasi, ein Loch nach unten ging, wo ein Kran drüber war. Und dann mussten die Wagen, sowie auch Beiwagen, mit einem Kran ins Depot hochgeholt werden und wurden dann oben serviciert und wurden dann wieder nach unten gebracht. Super umständlich, aber das war halt ziemlich lang noch so. Jetzt, wie wir gesehen haben, gibt es da die Rampe, dass sie da ohne den Kran raus und reinfahren können, aber früher haben sie das so gehabt und davon werde ich euch mal hier jetzt ein kleines Video einblenden, wie das so ausgesehen hat. Sieht man jetzt zum Beispiel so einen Mittelwagen, der jetzt hier zu der Öffnung reinfährt und also die Aufnahme, wo die entstanden ist, da war gerade kurz vor dem Umbau, da haben sie gerade alles rausgeholt für die Bauarbeiten. Und gleich sieht man dann den Schnitt auf den Kran, der drüber gewesen ist. Da ist er. Und das Spezielle bei dem Kran ist, der hat sich auch nochmal um 30 Grad drehen können oben. Also damit man entsprechend die Züge wenden kann. Weil wenn die einmal da unten gewesen sind, konnten die ja nicht wirklich wenden. Und nach oben geht's. Sieht man gleich das Depot. Echt aufwendig. Ich hätte es ja vermutlich früher schon umgebaut, dass man zumindest irgendwie eine Rampe hat,
dass man rauskommt, ohne dass man da hier jedes Mal mit dem Kran arbeiten muss. Aber ja, jedem der Seite, ne? Im Depot selber gab es dann so ein paar kleinere Rangierlokomotiven noch und noch weitere Kräne, wo sie dann hin und her arbeiten konnten mit den Wagen. Und jetzt ist es natürlich alles hinfällig, ist alles nicht mehr da. Also das Depot selber ist natürlich schon noch da, aber das nicht mehr. Die Öffnung an sich gibt es auch noch, ist aber mittlerweile überbaut. Was gibt es sonst noch Nennenswertes über die U-Bahn in Glasgow? Wir haben eine Spurweite von 1219 mm, also ein bisschen unüblich. Und Planung begann 1887 für die U-Bahn. Weitestgehend folgt die U-Bahn den Straßen oben, denn die U-Bahn wurde auch in der Deckelbauweise bzw. in der offenen Bauweise gebaut. Was heißt das? Man hat sie von oben nach unten gebaut. Also man hat die Straße oben weggerissen, hat nach unten graben, hat den Tunnel gebaut, hat dann wieder zugemacht und die Straße wieder hingepflastert. Das nicht überall, denn es gab natürlich auch Flüsse etc., die man unterquert hat. Da wurde mit ganz normalen Schildvortriebverfahren gearbeitet, aber ansonsten Deckelbauweise. Die Londoner U-Bahn hat es auch teilweise gemacht, was für sehr viel Zerstörung gesorgt hat. So als Fakt daneben. Ich würde sagen, ich erzähle euch ein bisschen was über die Geschichte. Und zwar hat die U-Bahn am 14. Dezember 1896 eröffnet, und zwar als Kabelbahn. Nicht elektrisch, wirklich mit einem Kabel in der Mitte, wo dann die Züge gezogen wurden. Damals die Züge bestanden aus dem Haupttriebfahrzeug, wenn man so möchte, was eine Klemme hatte für das Kabel und einen Beiwagen. Mehr ging nicht, und das Kabel hat Durchmesser von 38 mm gehabt und ist konstant 15 Meilen pro Stunde unterwegs gewesen. Für den Inner- und Outer Circle gab es jeweils ein Seil. Das wurde je von einer 1500 PS starken Dampfmaschine angetrieben. Und das Seil war insgesamt 11 Kilometer lang und wog 57 Tonnen. Von den Führungsrollen gab es über 1700 auf der ganzen Strecke. Ja, wie es dann so kommen ist, wurde es dann halt später mal umgebaut. Problem war nämlich das, dass man hier für die Kabelbahn sehr viel Personal brauchte, und oben drüber fährt die Straßenbahn fast die gleiche Strecke ab und die kostet viel weniger. Und durch die vielen Züge da, die sich immer wieder in das Seil einklemmen und wieder ausklingen, war der Verschleiß von dem Seil sehr hoch. Was dazu geführt hat, dass damals die Betreibergesellschaft 1922 bankrott gegangen ist, weil es einfach viel zu teuer war, dieses kilometerlange, also 11 Kilometer lange Stahlseil da jedes Mal zu wechseln. Es wurde dann entschieden, dass man die Bahn umbaut von der Kabelbahn aufs elektrische, und dafür wurde die Bahn geschlossen. Und zwar zwischen 1922 und 1935. Für den elektrischen Betrieb wurden keine neuen Fahrzeuge geschafft. Die existierten Wagen wurden verlängert, sie hatten Drehgestelle anstatt der beiden Einzelachsen und hatten seitliche Stromabnehmer. Es standen daher also Triebwagen mit Triebgestellen und antriebslosen Beiwagen, die dann halt fortan den Betrieb gesichert haben. Es gab dabei zwei zusätzliche Stromschienen und an der Tunnelwand, also gegenüber von dem Bahnsteig, und die war für die Stromversorgung der Innenbeleuchtung der Wagen gedacht. Die Lösung wurde gewählt, da sich die Tunnelwände an manchen Stellen so weit verschoben hatten, dass eine einheitliche Lichtbaumprofil einfach nicht mehr gegeben war und eine zweite seitliche Stromschiene nicht möglich war. Also hat man das einfach an die Wand klatscht. So ein Stromabnehmer, wie das ausgehen hat, blende ich jetzt mal ein. Ja, bis sich herausgestellt hat, kann ich das euch leider nicht so zeigen, aber ich kann euch mal zeigen, wie so ein First Generation Train aussehen hat. Und da seht ihr auf der rechten Seite auf der mittleren Höhe diese zwei Schienen. Und das waren die seitlichen Stromschienen für die Innenraumbeleuchtung und unten halt die normale, wie es halt nach wie vor auf der U-Bahn zu sehen ist, wie jetzt hier auf der Strecke. Witzig war, dass mitunter eine Begründung war, also abgesehen jetzt von dem Lichtraumprofil, dass die Züge ja in der Nacht gereinigt werden mussten. Und die Hauptstromschiene rechts unten, die wurde abgeschalten. Und die auf der Seite war aber immer an. Man brauchte halt Licht. Man könnte jetzt sagen, ja, alles heile für die U-Bahn. Es wurde modernisiert, wir sind elektrisch unterwegs. Aber müsst ihr euch denken, wir sind halt immer noch mit Rollmaterial unterwegs aus dem Jahre 1896 und ein paar Jahre dazu noch. Aber wir sind halt jetzt 1935. Die Sachen sind halt schon alt.
Bis ungefähr 1950 waren die Züge immer aus zwei Teilen bestanden, also einmal aus dem Triebfahrzeug und dem Beiwagen. 1950 hat man dann erstmals einen Dreiwagenzug gebildet, aber der wurde nicht regelmäßig eingesetzt. Erst 1980 ist es dann regelmäßig mit drei Wagen unterwegs gewesen, einfach um die Überfüllung der Züge ein bisschen zu verlindern. Ab den 90er, 60er Jahren wurde dann die U-Bahn eigentlich immer unattraktiver, weil das System, also die U-Bahn, dreckig war, sehr gestunken und die Wagen waren veraltet. Ich müsste euch denken, bis in die 70er Jahre sind wir da mit Fahrzeugen gefahren aus 1896 oder ein bisschen früher. Die waren uralt, klar, immer wieder mal ein bisschen modernisiert, aber da wurde halt nie was Neues gekauft. Und also vor allem aus finanziellen Gründen. Die U-Bahn hat nämlich nie wirklich viel Gewinn gemacht. Es war dann soweit, dass man sagt hat, okay, man muss die U-Bahn grundlegend sanieren, umbauen, die Bahnhöfe modernisieren. Wir brauchen neue Triebfahrzeuge etc. Und 1977 war dann das letzte Jahr mit den First Generation Stocks. Man sagt, okay, man macht jetzt Schluss. Es wird umgebaut, es wird renoviert, man macht die U-Bahn zum aktuellen Standard, wie man es jetzt gewohnt ist, damit man einfach mehr Leute reinkriegt. Und ja, das ist auch noch passiert. Am 25. Mai 1977 ist der letzte Zug gefahren, beziehungsweise eigentlich am 21. Mai. Am 25. war es mit Prominenten und dann wurde umgebaut. Die Umbaumaßnahmen gingen bis ins Jahr 1980 und am 16. April 1980 wurde die U-Bahn eröffnet, so wie man sie jetzt hier in TS Classic sehen. Ihr habt zwar gerade gesehen, dass der Halt nicht funktioniert hat. Ich habe wirklich nichts gemacht, das Autosystem ist gefahren und der Fail wird nochmal passieren. Also es gibt schon mal Punkteabzug für die Strecke, dass das Autosystem nicht so funktioniert wie gedacht. Finde ich schade. Das gleiche übrigens auch mit der Beschleunigung. Ich finde, die U-Bahn-Züge beschleunigen viel zu schnell. Das kann natürlich ein bisschen persönliches Empfinden sein. Ich bin nie im Original mit der Glasgow U-Bahn gefahren. Also kann schon sein, dass die wirklich anziehen und richtig schnell fahren. Aber es rein vom Empfinden, ich finde es ein bisschen falsch. Ja, seit der Modernisierung sind die Züge jetzt mittlerweile schneller unterwegs und der Takt kann angepasst werden. Die ganze Rundfahrt dauert 22 Minuten anstatt 28 wie vorher. Und je nachdem kann der Takt verkürzt werden, jetzt mit den Abstellgleisen, was man oben hat, bis zu 4 Minuten zu der Hauptverkehrszeit. Das ist schon ordentlich. Alle 4 Minuten, dass ein Zug da vorbeifährt, hätte ich auch gern mal hier in der Nähe. Wobei, ich kann mich nicht beschweren. Also gerade die Station da. Aber wie bleibt da jetzt hier stehen? Hier hat er es wieder falsch angehalten. Der hätte nach meinem Geschmack noch ein bisschen weiter davor fahren müssen. Also das Automatic System ist noch nicht ganz ausgereift. Also ich hoffe, da kommt doch ein Patch. Also ich mache so First, Second Day Release Review hier. Aber bin noch nicht so ganz happy, wie das funktioniert. Von der Grafik her ist es okay, aber das Automatic System, da hätte ich mir mehr davon erwartet. Was sich jetzt eigentlich fragt, was ist eigentlich aus dem Rollmaterial aus der ersten Zeit passiert? Ja, habe ich eine Antwort für euch. Fast alles ist verschrottet worden und es gibt auch keine historischen Fahrten mehr auf der U-Bahn. Und das ist demzufolge, dass das Lichtraumprofil seit dem Umbau so geändert worden ist, dass die alten Fahrzeuge einfach nicht mehr auf der Strecke verkehren können. Aus Wikipedia jetzt vorgelesen, die Wagen 39 und 41 wurden nach der Außerdienststellung 1977 wieder in die Ursprungsform zurückgebaut. Dabei wurden sie auf das Originalmaß verkürzt. Die Drehgestelle wurden durch Einzelachsen ersetzt. Im Glassboro Test Museum waren die ganzen Sachen bis 2010 mit der Nachbar der Station und den Kabelbahnwagen und Triebwagen ausgestellt und konnten sie sehen. Und seit 2011 befinden sich die ganzen Exponate im örtlichen Riverside Museum, was aber einen Nachteil hat. Da standen sie nämlich sehr lange im Freien, wo sie ja leider ein bisschen decayed sind. Also sie schauen wirklich nicht mehr gut aus. Und gerade für die History, für das Glasgow Subway, hoffe ich wirklich mal, dass sie da ein bisschen Aufarbeitung machen. Und auch hier bleibt er wieder verfrüht stehen.
Es hat sicherlich irgendwas mit der Steigung und dem Gefälle hier zu tun, aber das automatische System kommt mit der Strecke so jetzt also nicht komplett klar. Wenn man jetzt hier die Rolltreppen raufgeht und so, da ist einfach nur schwarz. Detailreichtum ist ein bisschen auf dem Minimum. Also erwartet da mal nicht so viel. Ja, wie geht's denn jetzt weiter mit der U-Bahn? 2017 wurden bei Strada Rail und Ansaldo S2S 17 neue Züge bestellt und die sind insgesamt 39 Meter lang, sind komplett durchgängig, also wie man es aktuellen U-Bahns auch kennt. Und das Ziel ist, dass man in den nächsten Folgejahren die U-Bahn vollautomatisch umstellt mit entsprechenden automatischen Bahnsteigtüren, wie man es aus China und Co. sonstiges kennt. Also auch das, was man jetzt hier in TS Classic fahren, wird dann irgendwann eine Geschichte sein. Ich meine, es ist eher soweit automatisch, aber es sitzt halt vorne immer noch einer drin. In der Zukunft sitzt keiner mehr drin, das Ding läuft automatisch. Ist natürlich schade für die Angestellten, also gerade für die Lokführer, dass da kein Job mehr hat. Also man sagt der Grund, warum ich keinen Lokführer mehr hauptberuflich werden möchte, genau wegen sowas. Es wird mir richtig viel Spaß machen, im echten Leben beruflich Lokführer zu sein, aber ja, das ist ein aussterbender Beruf. Im Verein, ja, hauptberuflich, nee. Das ist leider schade. Ja, aber in den nächsten Jahren, also wenn ihr jetzt nach Glasgow geht, dann seht ihr die U-Bahn so, wie sie jetzt gerade ist, aber in den, ich sag jetzt mal, 4, 5, 6 Jahren wird es kontinuierlich umgebaut. Die Geschichte an sich finde ich aber echt spannend, dass man hier von Cable-Driven zu moderner U-Bahn kommt. Ist bewegt. Ich frage mich, ob die U-Bahn nicht doch mal irgendwann mal erweitert wird. Ich meine, die ist seit Beginn unverändert, aber die Stadt oben hat sich doch verändert. Warum macht man da keine Extension bei dieser Ringbahn? Oh, Stichwort Ringbahn, das ist eigentlich mit Berlin vergleichbar mit der Ringbahn. Irgendwie so, ne? Das ist, ja, Kreis rum um die Stadt, relativ um die Stadt, wenn man so möchte. Okay, ich habe jetzt hier einen kleinen Cut gemacht. Wir sind jetzt hier bei der vorletzten Station und fahren zu der letzten. Warum ich das gemacht habe, es ist einfach sonst nichts mehr Spannendes passiert. Ich meine, es ist U-Bahn, es gibt nicht viel zu sehen. Die Station sind wie die anderen. Es war kein größerer Bug, bis auf das mit dem Automatic System. Das hat er nochmal gemacht. Ansonsten hat es okay funktioniert. So wie er auch bremst, finde ich auch so ein bisschen mehr. Trotzdem wie jetzt. Ich halte das nicht für wirklich realistisch. Aber achtet jetzt mal auf den Automodus. Das weiße Lämpchen links unten, das wird, wenn wir bei der Station einfahren, gleich erlischen. Denn wir dürfen dann ab der Station nicht mehr im Automatikmodus fahren, wenn wir ins Depot fahren. Da müssen wir im manuellen Modus fahren. Schauen wir mal, ab wann das ausgeht. Hier ist der Bahnhof. Und jetzt ist er aus. Und das war die allererste Ansage in dem ganzen Szenario. Und auch hier darüber der Zusatz beschleunigen. Türen auf. Und jetzt müssen wir auf den manuellen Modus umschalten. Das heißt wieder auf Full Apply bei der Brake, auf F umstellen und dann de facto wieder fahren. Mit unseren automatischen Tempomaten. Ja, so grundsätzlich, es hat schon Spaß gemacht, das zu fahren, aber das wäre jetzt so eine Strecke, die ich nicht sehr oft fahren würde. Also vielleicht so alle paar Monate mal wieder, da vielleicht mal in die andere Richtung, vielleicht mit irgendeinem Special Service mal. Aber was heißt Special? Also es fährt ja eigentlich nur die Einheit hier unten, ansonsten gar nichts. Aber das heißt zum Beispiel, die ganze Strecke mal im manuellen Modus fahren, das ist sicherlich eine Challenge. Und es gibt auch Szenarien dafür, dass man das alles im manuellen Modus fährt. Aber ja, wie der Spielwert ist begrenzt. Die Strecke ist nicht sehr lang. Es gibt nichts Tolles zu sehen, bis auf Depot. Da kann man vielleicht noch ein paar Rangierfahrten machen. Auch dafür gibt es ein Szenario, dass man Zug zusammenstellen muss. Aber das war's. Würde ich die Strecke empfehlen? Nein, also wenn man auf U-Bahn fahren steht und vielleicht irgendwie Fan von Glasgow ist etc., dann auf jeden Fall. Wenn du jetzt auf mega viel Abwechslung stehst,
Na, vermutlich eher nicht. Wenn du neugierig bist auf das Thematic Train System, was es bei Glasgow gibt, ja. Aber wird recht schnell langweilig. Also ich bin wirklich da gesessen, habe einfach nur den Button gedrückt mit, ja, start mal. Und dann fährt das Ding von alleine. Du musst sonst wirklich nichts machen. Also es wird dann eher interessant im manuellen Modus, wo du halt eigentlich nur Geschwindigkeit nach, also beziehungsweise den Regler ganz nach vorne machst. Ich werde nach wie vor die Geschwindigkeit selber regeln, nur bremsen darfst du selber. Das ist das Advantage. Cool wäre es noch, wenn es hier noch eine History-Variante gibt mit der First Generation Stock und so wie es damals gewesen ist. Das würde ich noch sehr interessant finden im TS Classic, aber das wird vermutlich nicht passieren. Wobei, wer weiß, die Modern Community waren bis jetzt immer sehr kreativ, wenn es um solche Sachen gegangen ist. Ja, wir fahren jetzt hier raus ins Depot und das ist dann auch gewesen. Es gibt noch einen Halt, dass wir in die Halle reinfahren. Werde ich aber nicht machen. Wir fahren jetzt so oben aufs Abstellgleis und dann ist Schluss. Ich würde sehr interessieren, was ihr von dieser Strecke haltet. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, ob ihr sagen würdet, ja, kaufe ich mir oder nee, kaufe ich mir nicht. Das würde mich wirklich interessieren, wie eure Meinung dazu steht. Und natürlich, wie ihr das gefunden habt, dass ich euch ein bisschen Geschichte zu der ganzen Strecke erzähle. Denn die Geschichte hinter der U-Bahn, die ist schon sehr umfangreich und nicht eigenartig. Ich würde sehr speziell sagen, so wie sie die umgebaut worden ist. Ich meine, sie ist zweimal komplett umgebaut worden. Jetzt kommt sie noch das dritte Mal. Und schauen wir mal, Kabelbahn, elektrisch Umbau mit 3 Stromschienen. Und dann auf Automatikbetrieb und jetzt dann Vollautomatik in den nächsten Jahren. Ist schon spannend, was mit der U-Bahn eigentlich alles passiert. Also ich verlinke euch in der Videobeschreibung noch eine Doku, die ich mir jetzt angeschaut habe, zu der Glasgow Subway. Die ist wirklich spannend und da gibt es echt tolles Videomaterial. Schaut euch das mal an. Und damit sage ich erstmal ciao. Und wenn ihr Bock habt, kommt auf unseren Discord-Server. Link in der Beschreibung. Und dann erstmal gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.